Hallo und willkommen zurück im Ödland bei Fallout 4. Wie man sieht, bin ich hier an einer anderen Station. Ich habe hier so einen Karton von Bauma hingesetzt, weil ich hatte ja vorher hier die ganzen Betten stehen, da drunter. Und jetzt habe ich die mal hier so hingesetzt. Und wenn jetzt irgendwelche Kommentare kommen sollten, das ist ja von dem und dem abgeguckt. Nein, habe ich nicht. Ich habe das gebaut und habe erst nachher gesehen, dass er das auch so gemacht hat. Und da dachte ich nur so, okay. Ist ja auch halb so wild. So. Jetzt gehen wir mal dahin, weil ich sehe nämlich unten auf der Karte, da ist noch so ein Objekt, was ich noch nicht aufgedeckt habe. Und das wollte ich mal eben kurz untersuchen gehen. Was habe ich hier für eine Wumme? Ist das die Schrotknarre? Ja, das ist die Schrotknarre. Ich nehme mal wieder mein Sturmgewehr. Ist, glaube ich, besser. Wieso habe ich eigentlich noch Verstrahlung, ey? Müssen wir mal eben kurz beseitigen. Wo ist es denn? Red Away. Und dann erstmal noch so ein leckeres Ribeye Steak. So, dann gehen wir da mal hin. Hier ist noch eine Hubblume. Nehmen wir auch mit. Wir hatten eine Abmachung, Trudy. Her mit der Ware. Du schuldest uns was. Von mir kriegt ihr giftverkaufenden Camps-Dealer gar nichts. Wisst ihr, was dieser Dreck aus meinem Sohn gemacht hat? Er wusste, was er da kauft, Trudy. Nicht unsere Schuld, wenn er hinüber ist. Nehmen wir mal alles mit. Also zwing mich nicht dazu, in deinem kleinen Handelsposten rumzuballern. Darf ich nicht mitnehmen? Wo ist sie denn? Da, wer bist du denn? Hi. Wir haben geschlossen. Bedank dich bei dem Giftverkäufer da draußen. Hä? Was los? Warum? Was ist los? Wolfgang denkt, ich schulde ihm Geld. Aber er hat meinen Sohn Patrick von Camps abhängig gemacht und ihn um unsere Ersparnisse betrogen. Ich hatte schon mal eine Schießerei und unsere Chancen stehen schlecht. Kann man dich anheuern? 100 Kronkorken, wenn du hilfst, diesen Camps-Dealer zu beseitigen. Warum sollte ich? Und warum sollte ich dir helfen? Es sieht vielleicht nicht danach aus, aber hier kommen Karawanen durch. Ich habe Vorräte. Hilf mir, dann kann ich dir verkaufen, was du haben willst. Ja, dann okay. Okay, Trudy. Ich räume ihn aus dem Weg. Danke. Ich gebe dir von hier aus Unterstützung. Schnapp ihn dir. Du hast dich mit dem falschen Ansehen. Ich bringe euch, sollten uns darauf entledigen. Geschafft. Ja. Dieses Mal. Ja? Gammel Carla hat den umgehauen. Sollte sich darum nicht ein Leichenbeschauer kümmern? Ja, eigentlich schon. Aber wir haben ja keinen Leichenbeschauer. Wo ist eine andere hingeflogen? Was hat denn hier? Liegt da noch was rum? Da ist er. Und Mais. Eigentlich müsste ich ja die Waffen auch mitnehmen. Kann ich ja auseinander pflücken lassen. Komm, nehmen wir mal alles mit. Kann ich ja eh alles verwerten. Ich habe das ja aufgerüstet. Kann ich das schön machen? Hier, warte mal hier, nicht wegrennen. Was? Carla, brauchst du noch was? Ja. Der Weg von hier aus ist ziemlich weit. Handeln. Dann lass mal sehen, was du so hast. Ja, ja, immer mit der Ruhe. Ich mach hin. Ich brauche Munition. Und zwar, hast du Schrotmuni bei? Wobei, das ist auch nicht schlecht hier, ne? Da wiegt nämlich auch gar nichts. Kostet aber eben so ein Tausender. Ja, lassen wir das nochmal. Wo ist denn hier die Schrot-Muni? Hast du die auch bei? Machen wir mal anders. Waffen. Nichts Vernünftiges. Kampfgewehr, Kampfflinte. Das alles? Haarklammern. Schrott. Munition.
Was braucht man da alles? Mal eben gucken hier, was wir an Munition haben. Munition. Fusionskerne haben wir auch haufenweise. Schrotpatronen. Wo sind denn meine Schrotpatronen? Schrotpatronen. Wo sind sie denn? Mini-Atombomben haben wir schon 14. 85. Die kaufen wir noch dabei. Plasma-Kartusche. Kaufen wir auch noch. Fusionszellen, die nehmen wir auch noch mit. 10 mm nehmen wir auch noch mit. Weißt du was? Kaufen wir einfach alles an Patronen auf. Und dann gucken wir mal, was wir noch verticken können. Waffen. Das ist, glaube ich, nicht meine gewesen. Die kann ich eigentlich verticken. Doppelläufige Schrotflinte. Wo habe ich die denn jetzt her? Auch weg. Mündungsbremse. Die kannst du auch haben. So, dann haben wir noch Kleidung. Metallrüstung, rechter Arm. Ist ja gar nichts wert, das Ding. Na egal, ist auf jeden Fall weg. Das Ding auch weg. So, Hilfsmittel. Da kannst du auch mal eben hier so ein bisschen... zum Beispiel die Äpfel. Diesen blöden Kuchen. Ist alles gegrillt. Hier ein Pilz, Happblume, Hundefutter. Kannst du auch haben. Was haben wir noch? Mentats. Können wir alle mal verticken. Bringt auch Geld. Overdrive, hab ich denn her? Mehr haben wir nicht. Dann machen wir das mal. So, gehen wir mal uns die Belohnung abholen. Kann's kaum erwarten, bis die Krähen den Mistkerl fressen. Hier, für dich, wenn du handeln möchtest. Mein Laden hat geöffnet. Das ist schön. Alles in Ordnung? Kommst du jetzt alleine klar? Ja. Es wird dauern, bis mein Sohn von den Camps runter ist. Aber wir schaffen das. So wie immer. Kommen wir zum geschäftlichen Teil. Brauchst du was für unterwegs? Nö. Heute nicht. Ich habe gerade eingekauft. So. Da ist noch ein Haus, was ich nicht entdeckt habe. Stimmt das? Wo ist die Karte? Tatsache. Da war ich noch nicht. Wollen wir da mal gucken, wie jemand das ist. Vielleicht irgendwas Wichtiges. Glaube ich ja nicht. Was hat denn hier? Cool. Das nehmen wir auch mit. Hier noch so eine Milchflasche. Schauen wir mal hier weiter. Was gibt's denn da noch? Wo ist das Haus? Da. Da rennen doch schon wieder irgendwelche Fliegen oder so ein Scheiß rum. Mal eben speichern. Ah, Ghule. Jemand ist in der Nähe. Der Feind wurde entdeckt. So, waren sie das? Dann sammeln wir mal den ganzen Rotzeimer, die mit haben. Jetzt mal gucken, wie wir überall liegen. Ein Baseball. Okay. Gorskis Hütte. Wer ist denn Gorski? Kenn ich nicht. Liegt noch ein bisschen Whisky rum. Kaffeetasse. Sitzen will ich jetzt nicht. Aber klar, der aufsteht.
Zigarette, hier. Nehmen wir auch mal mit. Ach, das ist nix. Hier haben wir ein bisschen Jet. Wurzellager. Laborstation. Können wir da irgendwas machen? Können Drogen machen, Granaten, Heilung. Injektor-Munition. Verwertbares. Können gar nichts machen. Psycho-Buff. Ja, machen wir das doch mal. Ein paar mehr von. Ja, reicht. Gehen wir mal ins Wurzellager. Das Commonwealth ist ein sehr schmutziger Ort. Im Wechsel zu der Schrotwumme. Ort. Schade. Hier ist eine Waffenwerkbank. Ein Toaster. Klebeband. Reddix. Kaffeekanne. So. Erstmal wieder alles mitnehmen, was hier rumliegt. Aluminium, ganz wichtig. Venti, Benzin. Da ist nichts mehr. Oh, hier. Munition. Kronkorken. Hier geht's noch weiter. Das wäre so ein blödes Radio. Aus damit. Es ist etwas Das ist wirklich. Boah, dass die immer im Weg rennen muss. Junge, Junge, Junge. Curie, ey, was rennst du mir vor der Flinte rum? Ich glaube, wir müssen Anzeige bei der Polizei erstatten, oder? Und du solltest dich mal reinigen. Du siehst ja aus, ey. So, ich wollte den Plömpel mitnehmen. Da kann man blöde Viecher an. Da macht die auch die Tür auf. Wieso ist hier Verstrahlung? Oh nein. Das ist eine Atombombe. Oh, jetzt mal alles mitnehmen. Atombombe? Hier ist keine Atombombe. Wo denn? Ah, oh, Ödland Überlebensführer. Nett. Du hast eine Ausgabe des Ödlands Überlebensführer gefunden. Diamond City ist jetzt dauerhaft auf deiner Karte markiert. Persönliches Terminal. Dann sperren wir das Ding mal. Rein entfernt. Zwei entfernt. Das ist nix. Das ist auch nix. Das ist auch nix. Da ist aber was. Auch noch einer. Da ist nix. Da ist auch nix. Mein Gott, so viele sind ja eh nicht. Noch einen entfernt. Noch ein, hier ist noch einer. Da haben wir noch einen. So, fangen wir mal an mit Earl. Ein Treffer.
Earl. Bin durch. Absichtserklärung. Dies wird mein erster und einziger Eintrag sein. Ich bin ein frei denkender Bürger der einst großen Vereinigten Staaten. Ich werde nicht tatenlos zusehen, wie die Regierung die Köpfe ihrer Bürger mit Werkzeugen wie dem elektrischen Turm infiziert, die sie in meinem Vorgarten errichtet hat. Ich schwöre, dass ich dieses Werkzeug zur Gedankenkontrolle vernichten werde und habe bereits mit dem Bau einer Bombe begonnen. Wenn ihr das hier lest, wurde ich entweder getötet oder in mein Verhörzentrum der Regierung verschleppt. Die Nachrichten werden garantiert die Wahrheit verzerren und mich als kommunistischen Verräter brandmarken. Lasst alle wahren Patrioten wissen, dass all meine Handlungen aus freiem Wille und für das Wohl meines Landes geschehen. Schön. Atombombe. Ist doch keine Atombombe. Hier ist nix. Na, gehen wir wieder raus hier. Das war's also hier. Können wir ja wieder zurückgehen. So, das hätten wir. Wo sind wir denn jetzt überhaupt? Drumlines Dinner. Lexikon. Das ist schön. Ich wollte aber hier unten noch mal irgendwas gucken. Ich gehe mal zum Trinity Tower. Da gibt es bestimmt auch noch ein paar Sachen, die ich noch nicht entdeckt habe. Ich meine, die Stadt ist ja groß. Ist ja nicht so, dass man mal eben so ein bisschen so da durchläuft. Es ist ja riesig. Wer die Karte schon mal gesehen hat, also die wirkliche Karte, wo alles so ein bisschen verzeichnet ist. Es ist einiges. Nur die Ladesequenzen, ne? Ich meine, in Gebäuden, wenn man in Gebäude reingeht, da geht schon ein bisschen schneller. Also das geht dann noch, aber wenn man so im Ödland ist und woanders hin teleportiert, wie man ja sieht, das dauert. Strong sein, hungrig, wollen essen. Ach, Strong rennt ja auch noch hier rum, stimmt. Da ist noch ein Gebäude, was ich nicht entdeckt habe. Da ist was. Oh, ich muss unbedingt mal eben kurz die Wumme ändern. Ein Räder, Plünderer. Oh, eine Wumme. Ich habe möglicherweise ungewöhnliches Verhalten entdeckt. Wo ist denn der jetzt hin? Komm raus, dann mach ich's kurz und schmerzlos. Glaub mir. Zeig dich. Los. Der ist hier am Schießen und ich sehe überhaupt keinen. Da. Hallo. Oh, Kyrie, renn mir nicht mal von den Nöss, ey. Ding, da. Weitere feindselige Bomben. Weg mit dir. Der Typ ist tot. Der lebt ja noch. Oh, Kyrie, renn mir nicht von der Nase. Das haben die, glaube ich, alle irgendwie an sich, weil die ganzen Typen, die man so mitnehmen kann. Geh ja weg. Deine Mann, ey. Folge haben.
Ja, du musst dir mal angewöhnen, nicht mehr vor meiner Flinte zu rennen, Frau. Das ist wohl ein bisschen störend. Leighton Towers. Was auch immer das ist. Ein gelber Pilotenhelm. Brauche ich nicht. Netzrelay-Spule. Sackkapuze mit Schläuchen. Du bist nichts, nichts. Leighton's Towers. Haben wir also entdeckt. Hat er noch so mit hier? Stimpack. Oh, hier liegt noch Muni rum. Und 20 Gleisbolzen. Da liegen noch zwei Wumme rum. Die brauche ich aber nicht. Hier ist eine Mülltonne. Kann ich nicht reingucken. Hast du das gehört? Oh. Systeme. Weg. Mr. Parker. Oh, au. Oh. Wir schießen da jetzt noch. Oh, was? Mr. Rosa. Wie ist die denn hin? Deine Erfolgswahrscheinlichkeit liegt nahe Null. Ja, ich sehe ihn ja auch gar nicht. Die doch in das Gebäude rein ist, oder was? Bleistift, Kaffeetasse. Der hat nix. Verloren. Sensoren zeigen keine Gegner an. Die Bedrohung ist vorüber. Ja, hoffentlich. Mal jemand essen. So, was haben wir hier denn noch? Da wird noch was angezeigt. Stadtbibliothek Boston. Wo ist denn ja der Eingang? Bibliothek, da gibt es immer Bücher. Was ist er denn hier? Scheiße, hab ich die Planke mitgenommen. Entsperren. Und rein da. So, direkt mal speichern. Da hinten rennt irgend so ein Roboter rum. Junge, Junge. Jetzt ist jede Menge Schrott. Wer geht denn da ab? Scheiße. Buchrückgabeterminal. Ich habe keine Bücher bei, glaube ich. Und die Dinger freuen sich hier in die Geschütze. Die sind nicht freundlich.
Junge. Wo bist du? Ich bin hier. Ich versuche die Dinger auszuschalten. Protektron. Ach was? Ich sehe sie nicht mehr. Hier so ein paar Dinger abballern hier. Ein Wächter? Oh je. Da ist noch einer. Noch einer. Jetzt geht kaputt, du blödes Roboterding. Ich glaube, der passende Ausdruck ist Juhu. Ja, richtig? Das kannst du wohl laut sagen. So, mal eben ein bisschen aufgeräumt. Brandautomatisch Kampfflinte, nehmen wir mit. Vielleicht kann ja noch mehr. Sollte man vielleicht mal nachgucken. Weiß nicht, kommen wir da automatisch hin? Ich bin zu schwer. Curie! Hey, du brauchst. Ja, du kannst meinen Schrott nehmen. Hier, Waffen kannst du zum Beispiel mal. Was hat denn? Die kann ich aber hier lassen, ey, brauche ich nicht. Ist das was, oder? Was habe ich jetzt gemacht? Hey, willst du etwas von... Was habe ich jetzt gemacht? Jetzt habe ich wieder irgendwie alles rübergegeben, ey. Oh Mist, ey. Institutgewehr, hier. Nimm mal... Das Dingen, Machete. Die Molotovs, die Planke. Rohrzange, Schlagring. Anstacheln, Lasergewehr. Sturmgewehr. Die kannst du auch nehmen. Das Dingen. Das kannst du nehmen. Ich habe noch zu viel Gewicht. Warum? Brandautomatisch Kampfflinte. Schrot 52. Was war meine Schrote? 94. Die kannst du auch nehmen. Kleidung. Ja, ich würde sagen, den ganzen Schrott kannst du auch mal nehmen. Die habe ich auch noch alle mit. Mit tiefen Taschen. Hilfsmittel, diverses Schrott. Hier. Alles nehmen. So. Mir? Ja, einmal die falsche Taste gedrückt und direkt alles abgegeben, ey. Unglaublich. Der hat ja gar nichts. Was? Wer da sein? Jemand da? Hat ja noch ein Supermutant irgendwo rum. Abraxo Putzmittel, verbranntes Wirtschaftsmagazin. Da liegen ja mehr von rum. Ein verbranntes Buch. Mhm, mhm.
Ein Globus. Sind auch scheiße schwer, die Dinger. Da ist eine Tür. Und bevor ich da reingehe, mache ich erstmal eine Speicherung. Ein Koffer zum Entsperren. Zack, direkt beim ersten Mal. Cool. Ja, Patronen reichen. Kurator Givens Terminal. Schlüssel zum Lagerraum der Bibliothek. Nehmen wir auch mit. Psycho. Was steht denn da so drin? Aufzeichnungen. Es wird immer schwieriger, aber heute konnten wir ein paar weitere Bücher bekommen. Beim Einscannen habe ich gehört, wie Dale Shelby gesagt hat, wir sollten jetzt einfach die Archive komprimieren und hier verschwinden. Ich habe daran gedacht, ihm ordentlich einen in die Visage zu geben, aber ich verübe es ihm nicht, wenn er die Flinte ins Korn werfen will. Er war hart und wir haben so viele verloren, aber das war es wert, oder? Denn wenn wir das auf diesen Maschinen gespeicherte Wissen nicht beschützen, wer soll es dann tun? Ich habe ihnen gesagt, dass sie jederzeit gehen können. Ich zwinge sie nicht zu bleiben. Wenn sie nicht an das glauben, was sie hier tun, dann ist es besser, wenn sie nicht im Weg stehen. Wenn wir nicht alles sammeln, was soll das dann? 18.06. Wir haben noch ein paar verloren, auch Shelby. Wir werden sie vermissen, aber ich weiß, dass sie es genauso gewollt hätte. Was wir hier tun, ist wichtig. Es sind noch eine Menge Bücher übrig. Dieses Wissen wird allen kommenden Generationen helfen. Es liegt an uns, weiterzumachen. Ja. Und noch eine. Ich komme mit den Reparieren der Bots nicht mehr hinterher. Die Mutanten schlagen mindestens einmal pro Tag zu. Wenn wir keine Hilfe bekommen, ist es nur eine Frage der Zeit, bis sie uns komplett vernichten. Das ist vielleicht meine letzte Aufzeichnung. In diesem Fall bitte ich nur darum, dass die Person, die das hier liest, das Richtige tut. Hilf uns, die auf den Computern im Datenraum gespeicherten Informationen zu schützen. Der Schlüssel für den Lagerraum ist hier, hinter diesem Terminal. Einige nützliche Vorräte gibt es auch. Benutze sie bitte nur, wenn du damit unsere Sache hilfst. Ja, okay. Machen wir da mal. Erstmal hier Curie wieder loswerden. Die steht wieder am Weg. Wie immer. Alles mitnehmen. Kronkorken, technisches Dokument, aber noch was. Den nehmen wir auch noch hier komplett mit. Hier ein Teddy. Instapüree. Karotte. Oh, liegt denn hier eine Karotte rum? Wächst die hier oder was? Ich habe keine Ahnung. Da mal hier denn. Kronkorken, Patrone, Kampfmesser. Ach, da brauche ich eigentlich gar nicht. Stimpack. Ich fühle mich hier fast wie zu Hause. Wir müssen reden. Du bringst mich völlig aus dem Konzept. Weißt du das? Was gibt es denn? Was ist denn mit dir? Es geht um etwas Persönliches. Ich habe meine Gefühle schlechter unter Kontrolle als zuvor. Und du bist keine Hilfe. So wie du mich, arme kleine Curie, neckst. Aber nicht nur du. Manchmal reicht ein einfaches Kompliment wie schöne Frisur. Und ich bin neben der Spur. Manchmal schlagen Leute dann die merkwürdigsten Dinge vor, was mich noch mehr verwirrt. Warum machen sie das? Gehört zum Menschsein dazu. Das gehört zum Menschsein dazu. Wie bekommt ihr überhaupt etwas zustande? Ich muss das in den Griff bekommen, wenn ich meine Experimente je fortsetzen will. Ja, das wird schon. Schlüssel zum Lagerraum. Da gehen wir jetzt noch nicht hin, weil ich habe hier was gesehen. Eine Intelligenz-Wackelpuppe. Und diese nehmen wir natürlich mit. Ja! Man braucht die klügsten Köpfe, um zu erkennen, dass es immer etwas Neues zu lernen gibt. Deine Intelligenz wurde dauerhaft um 1 erhöht. Jeha, Nummer 12. Müsste das jetzt sein.
So, direkt mal speichern. So, hier Lagerraum. Und den räumen wir dann direkt mal leer. Ich habe den Stealth Boy auch mitgenommen. Den brauche ich eigentlich gar nicht. Wobei, braucht man glaube ich nachher um die Kampfflinte lasse ich hier. Braucht man glaube ich um die Powerrüstung nachher auszurüsten damit. Telefon. Das habe ich schon auf Bildern gesehen. Auf Bildern? Was? So, nochmal speichern, bevor wir durch die Tür gehen hier. Ach, zugekettet. Okay. Dann gehen wir halt da rum. Erstmal gehen wir hier gucken. Auch alles mit. Was? Wer da sein? Niemand, nur ich. Jemand da? Ach, wieder so ein Ding. Oh! Heute kein Kampf. Bin da unten gefallen, da wollte ich gar nicht. Da kommt man ja gar nicht hin. Schreibtisch mit nichts drin. Dafür hier. Eine Nuka-Cola, Äpfel. Kronkorken. Ein kaputter Roboter. Nehmen wir natürlich auch mit. Was hier noch? Fusionsdingens, Patronen. Das Geräusch da. Was soll das sein? Da bin nur ich. Nichts gewesen. Was ist das? Wir sind möglicherweise nicht allein. Und er mutiert, ey. Ich schätze physische Verletzungen. Ey. Oh, oh, drin, ja. Ach, da draußen ist die Kanone. Ah, danke, Curie. Ich wollte schon sagen, wo kommt denn die Kanone her? Oh, au! Da bist du. Der lebt ja immer noch. Ich habe bereits über ausreichend Daten zu Kampfverletzungen. Jetzt aber nicht mehr. Eben nachladen, das Ding. Mann, ich war doch gerade hier am Gucken. Das ist noch eine Tür. Verbranntes Modemagazin. Mutanten Hundefleisch. Der brennt hier noch vor sich hin. Was ist das für eine Tür hier? Ein überfälliges Buch. Und ich trage mir zu viel. Curie. Hey, kann ich dir irgendwie behilflich sein? Ja, du darfst meinen Schrott mal wieder mitnehmen. Ja, ah, und da war sie voll. Das ist gar nicht so gut. Jetzt muss ich nämlich gucken, was ich mitnehme. Wo ist denn der Oboguru jetzt geblieben hier? Da gibt es nichts. Was hören.
Wo ist denn der jetzt geblieben, hier dieser, hier war doch gerade so ein Mutant mit, extra. Oh, eine Bibliothek. Bitte, wir müssen da einfach hineingehen. Blöde Geräusche. Wir sind doch hier drin, Curie. Was? Wer da sein? Da unten. Kämpfen ist nicht mein primärer Zweck. Und tschüss. Sicherheitsverstoß ausgeschaltet. Besucher sind wieder zugelassen. Das Personal kehrt bitte zurück an die Arbeitsplätze. Ha? Welches Personal? Hier ist kein Personal mehr. Hier ist noch ein Terminal. Brauche ich nicht. Noch so ein Buchrückgabeding. Das ist etwas aus der Zeit vor dem Krieg, oder? Ich hoffe, du leidest nicht an Allergien. Dieser Ort ist äußerst schmutzig. Ach, hier gibt's so viel mitzunehmen. Und ich kann nicht mehr mitnehmen. Ich bin voll. Ich nehme einfach nur das Wichtigste mit. Die Kronkorken zum Beispiel. Muss ich auch später nochmal hier rein, um den ganz anderen Scheiß zu holen. Aber eine Glühbirne nehme ich mit. Eine Kochplatte auch. Achso, da war das Geschützding, weil ich da geballert habe. Da ist noch ein Terminal, wird wahrscheinlich eh für die Dingens sein. Überfälliges Buch. Den nehmen wir natürlich auch mit. Ein Bunsenbrenner, der ist bestimmt zu schwer. Was ist er denn? Ist überall noch Zeug, das ich mitnehmen kann, ey. Aber ich habe echt nicht mehr viel Gewicht. Ach, hier sind wir. Da, wo ich vorhin rein wollte. So, was haben wir hier unten noch? Na, so wie es aussieht, nichts mehr. Jetzt war ich doch überall hier, oder nicht? Sieht zumindest so aus. Ja, jetzt waren wir hier überall. Ach, wo kommt man wieder hier raus? Ich glaube hier. Hier ist der Ausgang. Back Bay. So, wieder ein Püppchen dabei. Wunderbar. So, was haben wir noch zu entdecken? Was? Wo? Leite Ausweichmanöver. Gegner verlassen die nähere Umgebung. Ich habe beträchtlichen Schaden genommen. Aktiviere sekundäre Verteidigungssysteme. Meine Fresse, jetzt stirb endlich. Lass Curie in Ruhe. Endlos optimiert und agiert. Unbegrenzte Magazinkapazität. Jo. Das ist doch mal was.
Und ich bin direkt wieder zu schwer. Das muss ich mal eben irgendwo wegschmeißen hier. Aber was? Hier, Kampfmesser. Kann ich das blöde Jagdgewehr wegschmeißen? Da kann ja eh nichts. So. Ja, was heißt, er kann nichts, er kann schon was. Da ist aber, wo ich nicht gewesen bin. Oh. Junge. Wer ist das denn? Vorausgesagt. Scheinbar lag er richtig. Wer ist er denn? Hi. Einen schönen guten Tag. Du siehst mir aus wie jemand, der eine gute Rüstung zu schätzen weiß. Neugierig? Du wanderst umher und verkaufst Rüstungen an irgendwelche Leute? Reisen ist eine gute Art, neue Leute kennenzulernen. Und um die Verirrten, Gebrochenen und Ungewöhnlichen zu finden. Level up. Wenn ich keine Lust aufs Reisen habe, lasse ich mich eine Zeit lang nieder. Aber gerade bin ich in der Wanderphase. Also, willst du handeln oder nicht? Ja, guck mal da an, ne? Ich bin immer auf der Suche nach guten Rüstungen. Da brauche ich nicht mehr viel Gewicht. Meine Auswahl ist etwas begrenzt, aber schau dich um. Das ist nichts Besonderes. Aber vielleicht kann ich dir was verkaufen. Warte mal. Die habe ich zwar alle schön aufgerüstet, aber die können ja nicht besonders viel. Das, 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 das und das. Dann kannst du noch hier so ein bisschen anderen Rummel von mir mitnehmen. Was ich nicht brauche, den blöden Apple hier. Eingelegtes Fleisch. Das Bier. Insta-Püree. Da mal noch. Ich glaube, das war dann auch, wa? Mehr hatten wir gar nicht. Doch hier. Salisbury-Steak. Annehmen. Schön, tschüss. Was sieht man überhaupt? Da sind wir. Okay. Was ist denn hier? University Point. Da waren wir auch noch gar nicht. Lauf mal in die Richtung. Ist zwar Richtung Süden, ist nicht so gesund eigentlich, aber mal gucken. Ich glaube, hier waren wir auch schon mal. Da ist noch mal, wo wir nicht gewesen sind. Gehen wir erstmal hier rum. Schöne Schussanlage. Wie waren wir doch vorhin? Danach solltest du dir die Hände waschen. Es ist nicht sonderlich hygienisch, mit Boden zu hantieren. Da ist doch irgendwas. Hier ist noch so ein Gebäude, das hier angezeigt wird. Wilson? Geräusch. Geräusch? Wo? Oh.
Wilson Automatoys Firmenhauptsitz. Sei vorsichtig. Gewalttätige Auseinandersetzungen von Verletzungen zur Folge haben. Ja, wo denn? Von wo schießt er? Hä? Da oben. Echt? Drecksack. Wie kommt man denn da rein? Weil der Eingang hier ist ein bisschen zu, würde ich sagen. Da ist noch Munition drin. Nehmen wir auch mal mit. Oh. Das war ich nicht. Wilson. Was? Wer da sein? Noch einer? Wo? Oh. Leute, defensive Gegenmaßnahmen. Das ist. Au! Ach, da! Der Kampf ist zwar gefährlich, aber auch ein gutes Training. Hier ist der Eingang. Gut. Da ist nichts mehr drin. Was hat denn hier? Hm. Soll gleich mal nachgucken. Ist ja nicht so, wo ich mal reinproffen kann hier. In eine Kiste oder sowas. Na hier, Schreibtisch oder so. Müssen wir mal zurückporten. Hm. Gibt es wohl nichts. Employees only. Tja, ich würde sagen, hier mal kurz speichern. Und dann würde ich die Folge mal beenden. Reist dann mal in der Zwischenzeit zurück und pack den Rummel weg. Und werde dann wieder hierhin zurückkommen. Dann geht es von hier aus weiter, wie wir in das Gebäude mal reingehen. Und bis dahin sage ich mal tschüss.